Wie am Beispiel der Wasserschildkröten holen sich viele Tierfreunde die ganz kleinen Schmuckschildkröten, ob das jetzt Gelbwangenschmuckschildkröte oder Rotwangenschmuckschildkröte ist, im Zoofachgeschäft und denken dann, ach, die ist so klein, süß, kann ich mir irgendwo hinstellen. Das Problem dabei ist, die Tiere werden groß und die Tiere werden auch ziemlich alt. Und jeder sollte sich, bevor er die Tiere kauft, Gedanken darüber machen, kann ich das Tier mein Leben lang auch halten? Das Problem ist nämlich, viele denken dann oder haben den Glauben, ach, ich setze das Tier aus, ne, schmeiße ich irgendwo im Fluss oder im See, wird schon überleben, habe ja schon da öfter welche gesehen. Nein, das Problem ist, die Tiere kommen aus einer ganz anderen klimatischen Zone, einer viel wärmeren Zone, zwischen 25 und 38 Grad Außentemperatur, und die Wassertemperatur ist im Durchschnitt über 25 Grad warm. Das trifft bei uns in Deutschland nicht zu. Die Wasserschildkröten, die dann bei uns in den Parkteichen und in Flüssen und Seen leben, sind ausgesetzte Tiere, die wirklich an einer Lungenentzündung erkranken. Und man erkennt den Tieren das nicht an, dass es ihnen schlecht geht, weil die immer die gleiche Mimik haben und nicht lächeln oder traurig gucken können. Die Tiere versterben nach einigen Jahren, besonders nach kalten Wintern, weil die es nicht schaffen, die Energie wieder reinzuholen, die die eigentlich verbraucht haben. Deshalb, ich kann jedem nur raten, Wasserschildkröten sind ein Tabu. Man sollte sich Wasserschildkröten nur aneignen, wenn man wirklich auch ein Leben lang dafür sorgen kann, die Tiere zu halten. Und dazu zählt kein Gartenteich. Anders sieht es dagegen aus bei der europäischen Sumpfschildkröte. Die kommt mit den klimatischen Verhältnissen hier zurecht. Allerdings kann man da auch sagen, ist die Erfolgsquote bei einer Vermehrung nicht immer gegeben, weil die Jahre bei uns auch nicht immer die durchschnittlichen warmen Temperaturen haben. Anders zum Problem mit den ganz normalen Wasserschildkröten, Schmuckschildkröten, gibt es natürlich auch gefährliche Varianten, zum Beispiel die Geierschildkröte oder die Schnappschildkröte. Und die leben in Nordamerika und Mittelamerika und sind wirklich gefährlich. Die haben einen Mund, in dem eine kleine Zunge hin und her wackelt, und diese Zunge imitiert einen Wurm. So, der Mund ist offen, dann kommt die kleine Zunge und dann kommt ein Fisch. Der denkt, oh lecker, da ist ein Würmchen, will sich die Zunge holen, und in dem Moment packt die Schildkröte zu. Die hat eine Kraft in den Kiefern, da kann man wirklich sagen, die reißt einem nicht nur die Finger ab, sondern fast die ganze Hand ab, weil die nämlich so eine enorme Kraft hat. Leider ist es ab den 60er, 50er Jahren so gewesen, dass die Schildkröten legal verkauft wurden und wurden aus Nordamerika, Mittelamerika auch importiert und exportiert. Und man hat sich also verschiedene Arten auch zusammenstellen lassen und die auch gehalten. So, die Tiere werden aber ziemlich groß. Da wurde dann aus einer kleinen Schnappschildkröte eine große Schnappschildkröte. So, die Besitzer wollten die Tiere nicht mehr halten, haben auch diese in Baggerseen, in Flüsse und in Bäche ausgesetzt. Und es sind schon Unfälle passiert, wo Kindern zum Beispiel in die Ferse gebissen worden ist oder auch beim Schwimmen oder beim Anfassen sogar in die Hand. Ich selber kenne einen Fall aus Bochum, wo wir an einem Stadtpark eine große Geierschildkröte auf der Straße sitzen gesehen haben, und die Passanten wollten dahin das Tier retten, um es über die Straße zu befreien, und dann wurde den Retter fast die Hand abgebissen. Die Schildkröten können nämlich, anders als andere Schildkröten, ihren Hals sehr weit ausfahren und recht weit nach hinten knicken. Absolut gefährlich und sind ein No-Go für private Haltung. Selbst in Amerika ist es so, dass Kindergärten und Schulen sich an einigen bestimmten Flüssen und Seen, Weihern fernhalten müssen, weil die Schildkröten dort leben und gefährlich sind für die spielenden Kinder.